Yo. Regala ist drin. Bald wird Hikaru tot sein. Es ist vorbei, Kaplani. Lass jetzt fallen. Okay, los. Schluss, Hikaru. Knie nieder, damit ich dir den Tod schenke, den du mir verwehrt hast. Sie sind aus! Die Maschinen! Sie sind alle aus! Was? Wie ist das möglich? Regala! Genug Blutvergießen! Wir klären das jetzt. Du und ich. Das sagt sich so leicht, wenn man auf einer Maschine sitzt. Ich wollte nur deine Aufmerksamkeit haben. Ich brauche keine Hilfe, um dich zu töten. Gut. Ich nehme die Herausforderung an. Und wenn ich mit dir fertig bin, werde ich weiter schlachten. Das werden wir sehen. Es gibt ein Duell. Niemand mischt sich ein. Na dann. Wird niemand erzählen. Nur sterben. Kein Opfer ist zu groß. Zwecklos. Na komm, du Lümmeltüte! Richtig.
Ja, der hat gesessen, Bitch. Kann man mal machen. Wir bringen es hier zu Ende. Ja, genau. Du stirbst hier und hier. Was zum? Kämpfe! Kämpfe bis zum Tod! Der Schmerz lässt du dein Leben aufgeben? Willst du ja nichts sagen, aber du verlierst langsam deine Rüstung, Mädchen. Nimm die Uhr. Werde eine Erinnerung. Jo, der hat gesessen. Na komm her, Regala, Mädel. Komm, du nackte Wilde. Gute Nacht, Yuna. Die hatte eben noch weniger an. Und wieder knie ich vor Stiefelleckern und Feiglingen. Aber gern, schlagt zu! Halt den Mund, Verräterin. Keine Ahnung, was da schwebt, aber okay. Du bist auf den Flügel der Zehn hergeflogen. Und hast sie herausgefordert, also entscheidest du über ihr Schicksal. Ich habe sie verschont. Das hat es nur schlimmer gemacht. Sie war meine beste Marschallin. Welch Verschwendung. Sie ist auf jeden Fall gefährlich. Aber vielleicht brauche ich genau das. Feiglinge! Was müsst ihr jetzt noch diskutieren? Ob du stirbst oder nicht.
Ich bin nicht hier, um dir deine Verbrechen zu vergeben. Aber vor uns liegt ein Kampf gegen einen Feind, der stärker ist, als du es dir je vorstellen kannst. Diese schwebende Drohne. Und ich brauche Leute. Einen Trupp. Die bereit sind, alles zu geben. Ich will deine Gnade nicht. Das ist keine Gnade. Der Kampf, von dem ich spreche. Wir ziehen in einen Albtraum. Ein besserer Tod als dieser. Ja. Mein Blut ist dein. Deine Feinde sind mein. Komm in unsere Festung, in den Bergen bei Rheinklang. Sie soll alleine reisen? Ohne bewaffnete Wache? Die braucht sie nicht. Ich werde kommen. Du hast mein Wort. Ich verlasse mich drauf. Na dann. Häuptling, das hier müsst ihr beide euch anschauen. Im Thronsaal. Hat sich unseren Wachen vor dem Hain ergeben. Hat angeblich eine dringende Nachricht für die Fremde, die Regala besiegt hat. Dann sprich. Die Nachricht ist nur für sie bestimmt. Und kommt von einem Interessierten. Ich brauche etwas Zeit allein. Alle raus hier. Steckt ihn zum Rest von Regalas Soldaten. Wir sehen uns in der Basis. Na dann. Du hast den Stamm gerettet. Lass mich dir auf deiner Mission helfen. Nein. Jetzt ohne Regala. Kannst du dir die Zukunft bauen, die du dir erträumt hast? Also mach dich dran. Dann nimm bitte wenigstens das hier. Rüstung für den bevorstehenden Kampf. Mögest du geschützt sein. Du kannst gerade jede Hilfe gebrauchen und nimmst sogar Regale als Danke. Hilfe, aber ihn und seinen Stamm nicht. Anstelle einfach alle zu vereinen. Weißt du eigentlich, was du gerade getan hast? Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen, Silence. Glückwunsch zu deinem Sieg. Du hast die Tenakt für einige Wochen gerettet. Leider hast du auch den ganzen Planeten verdammt. Falsch. Ich brauche keine Tenakt, um die Sinets zu besiegen. Oh, Aloy. Hast du nichts über den Feind gelernt, gegen den wir kämpfen? Mehr als du, wo du dich doch in einem Loch versteckst. Meine Idee ist einfach besser als alle, die du je hattest. Na los. Nein, nicht hier. Wir machen das auf meine Art. Persönlich. Mit der Waffe, die du entwickelt hast. Und warum sollte ich zustimmen? Ich bin deine Chance, die Sinets zu schlagen und die Apollo-Kopie von ihrem Schiff zu holen. Wir treffen uns bei der Basis. Die Berge westlich von Rheinklang. Beuge dich dem unvermeidlichen Silence und halte dich an diejenige, die weiß, was sie tut. Sei pünktlich. Tilda, bist du da? Ich hab's geschafft. Silence ist dabei. Also geh zur Basis. Beeindruckend. Ich komme, sobald ich kann. Jetzt, wo ich fliegen kann, schaue ich, was sonst noch ansteht, bevor ich zurückkehre. Nee. Ist interessant. Blau und gelb. So. So, ich suche eigentlich irgendwo so ein...
Wo ist denn hier ein... Na komm, gehen wir zur Basis. Wieso ist Schnellreisen nicht möglich? Fremde von der Kohlrot. Das ist keine gewöhnliche Fremde. Du zähmst Maschinen und den Himmel. Unglaublich. So, jetzt, wie viele Skillpunkte habe ich denn? So, wunderbar. Machen wir mal. So, wollen wir mal gucken. Und Tino, wie findest du das Spiel bis jetzt? Das Glückliche ist, du hast wahrscheinlich nicht das gesamte Spiel mitbekommen, so wie ich. Hallo, Aloy. Weiß man nicht, warum die sich jetzt nicht hochgezogen hat, aber ist okay. Hey, der Besserwisser ist hier. Du weißt schon, dein Fokuskumpel, Danny lächelt. Okay. Ich habe ihn einfach mal in dein Zimmer geschickt. Okay, danke. Ich finde es eigentlich schade, dass der Ehren hier eigentlich so der Trottel ist. Obwohl er eigentlich Nun, Silence. Im ersten Teil ein cooler Dude war. Die du allein öffnen kannst. Ich freue mich, dass es sie gibt. So musste ich mich nicht mit deinen Freunden herumschlagen. Genug geplaudert. Ich denke, du schuldest mir eine Erklärung. Deine Pläne für die Zenith-Basis. Das stimmt. Ich schulde dir was. Einen Speer durch die Kehle, weil du mich belogen hast. Dort im Hades-Labor. Ich bezweifle, dass du mich deswegen hergebeten hast. Nein. Ich brauche deine Hilfe. Also bekommst du eine letzte Chance. Aber wenn du mich je wieder hintergehst, töte ich dich, egal wie die Umstände sind. Verstanden? In Ordnung. Obwohl wir beide nicht mehr viel Zeit haben, wenn du es nicht schaffst, dass wir in die Basis kommen. Hey Leute, ein anderer Gast ist hier. Sie, kommt zu dir. Danke. Gutes Timing. Ehrlich gesagt, ich kriege uns nicht in die Basis. Aber sie schon. Deine Freunde sind ja noch schlimmer als gedacht. Du magst keine Überraschungen, oder? Schau mal, ist das deine kleine Erfindung? Funktioniert die Waffe? Ohne Selbstzerstörung? Aber natürlich. Ich habe die Makel ausgebügelt, das Design und die Wirkung verbessert. Wie können wir sicher sein? Soll ich es vorführen? Genug, ihr beiden. Es geht uns alle an. Zumindest jetzt. Rede mit Erend. Sag ihm, dass ihr eigene Zimmer braucht. Ich komme euch besuchen, wenn ich kann. Oh nein, erst du. Die guckt wie ein Frosch. Die guckt. Ich werde alle im Kontrollraum versammeln, damit Tilda uns sagen kann, was sie über die Zenith-Basis weiß. Erstmal alles voll machen. So, mich interessiert hier jetzt von der Geschichte gar nichts mehr. Ich bin einfach übersättigt.
Okay. Vielleicht sollte ich alle versammeln, damit Tilda uns aufklären kann. Okay, Leute. Ich brauche euch sofort oben im Kontrollraum. Okay, Leute. Wir alle wissen, worum es geht. Beta, Gaia und um das Leben auf der Erde. Die Zeniths wirken vielleicht unverwundbar, aber das sind sie nicht. Wir sind stark genug, in ihre Basis einzubrechen und sie zu besiegen. Uns hilft sogar eine von ihnen. Tilda, zeig uns die Basis. Sie wurde auf den Ruinen einer alten Militäranlage auf einer Insel im Südwesten errichtet. Ich kann uns dorthin und hineinbringen, unentdeckt. Wie genau? Das wirst du später sehen. Wenn wir drin sind, ist das Bauwerk unser Ziel. Der Startturm. Gaia und Beta werden oben gefangen gehalten. Doch auf dem Weg werden wir starken Widerstand spüren. Hauptsächlich von Gerard, Eric und den anderen. Aber sobald ich ihre Schilde deaktiviert habe, sollten sie kein Problem mehr sein. Aber es ist leichter, das Gerät einzusetzen, wenn es jemand anderes trägt. Jemand mit ordentlich Kraft. Etwas tragen? Das schaffe ich. Selbst wenn dein Gerät funktioniert, wird ein Schwarm Phantomdrohnen auf uns warten. Hätten wir nur eine Armee, die sie besiegen könnte. Das habe ich im Griff. Das wirst du später sehen. Okay, wir treffen uns wieder, bevor wir reingehen. Wo ist der beste Treffpunkt? An der Küste, direkt gegenüber der Insel. Wenn wir da sind, zeige ich euch den Weg. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich am Treffpunkt bin. Dann kommt ihr dazu. In der Zwischenzeit tut alles, um euch vorzubereiten. Verstanden? Ja, ja, kleines, verwöhntes Gör. Die alle herumkommandiert. Ohne Silence hättest du eigentlich gar nichts. Aber ein bisschen dankbar. Ihr beiden? Auf ein Wort? Tilda half mir beim Kontakt mit Beta. Sie hatte etwas Wichtiges zu sagen. In der Basis gibt es eine Vorrichtung, die Regulator genannt wird. Hier. Wenn wir drin sind, müsst ihr zwei euch von den anderen trennen und ihn zerstören. Also bringt Sprengstoff mit. Dann halten wir die Drohnen auf. Alles hängt davon ab. Seid ihr dabei? Danach müsst ihr einen Weg finden, das Zenith-Netzwerk zu infiltrieren. Wie? Geht alle Daten durch, die Beta zurückließ. Sie wusste einen Weg, da bin ich sicher. Okay, aber wieso? Was ist denn mein Ziel? Finde Informationen über die Zeniths. Alles, was Tilda uns verschweigt. Mit einer Sache hatte Silence recht. Wir können ihr auf keinen Fall vertrauen. Ich versuche es. Pass auf sie auf, okay? Bei meinem Leben. Okay, schon fast Zeit, sich um Beta und Gaia zu kümmern. Vielleicht sollte ich zuerst nach allen sehen. Nee, brauchen wir nicht. Die interessieren mich null. So.
Na dann, let's go, huh? Fallen mit Stil. Haben wir das Ding losgelassen? Hä? Ich verstehe, wer will. Das verstehe, wer will. So. Da. Der Treffpunkt. Ich sollte möglichst alles erledigen, bevor ich die anderen zum... Wenn du weitergehst, wirst du in Singularität eingeschlossen und die offene Bild für die... Ja, komm, mach hinne. Okay, Leute. Ich bin am Treffpunkt. Es wird Zeit, Peter und Gaia zu retten. Verstanden, Aloy. Wir sind unterwegs. So, aber das machen wir beim nächsten Mal. Tschüss.